Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir gerade auf dem Weg. Laden Sie die Daten hoch. Jetzt. Auf dem Weg dabei waren, die Daten hochzuladen. Zusätzlich genervt werden von denen. Und ich frage mich gerade grandioserweise eine Sache. Was passiert jetzt? Heute sind die Assassinen schwach. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den letzten finde und töte. Aber es genügt nicht, dass sie sterben. Playback. Es passierte auf Haiti, es passierte in Portugal. Ein riesiges Erdbeben. Tausende Tote, dank eures verdammten Manuskripts. Schafft ihn hier raus. Sie sollen genau wissen, wie schwach sie in Wahrheit sind. Und ein jeder soll sehen, wie sehr sie leiden. An dem Tag, an dem wir uns gegenüberstehen, begrüßen sie den Tod, den ich ihnen biete. Shay hatte recht. Was weiß der schon? Mehr als ich offensichtlich. Ja. Mein Plan ist im Gang. Ich habe keine weiteren Aufgaben für Sie. Allerdings ist Chase' Geschichte noch nicht zu Ende. Ich schlage vor, Sie sehen sich den Rest an. Da war gerade Text. Frechheit. Hey, bitte nochmal den Text. Super beeindruckt, Strohkopf. Sie zeigen Einsatz. Und ja, ich bin auch ein Templer. Schon seit Jahren. Schnipsel von Chase Daten bleibt noch zu erkunden. Ein kleiner Abstecher, aber Sie sollten es sehen. Sobald Sie zurückgehen, um Chase' Geschichte zu beenden, wird Ihr Leben nie mehr wie zuvor. Begleichen Sie alle offenen Rechnungen, bevor Sie den Animus besteigen. Kurz nachgedacht, haben wir das gemacht? Wir haben alle Tablets, wir haben alle PCs. Ne? Wir können, glaube ich, keine Räume mit... Boah, ich guck mal ganz kurz, ob wir vielleicht den letzten Raum da jetzt endlich betreten dürfen. Nein. Der sagt sich auch so, nö, ich bleib hier für ewig stehen. Wahrscheinlich war das mal geplant irgendwann, so von wegen, hey, du kannst da rein, aber nein, leider nicht mehr. Der Königspalast von Versailles. Ludwig des 16. und Marie Antoinettes Wohnsitz. Welche Dekadenz. Viel Glück, Strohkopf. Shay! Ihr seid für den Hof wahrlich bestens gewandert. Vielleicht gewährt euch König Ludwig ja eine Audienz. Ich bezweifle, dass mich selbst diese Breschen in des Königs Gemächer bringen. Eigentlich bin ich nur hier wegen eines Geschäftsfreundes. Ja, ich hörte, eine Gruppe von Händlern sei anwesend. Vielleicht sehen Sie sich meine wissenschaftliche Demonstration an. Das sollten Sie. Sie könnten etwas lernen. Dennoch würde ich nicht darauf zählen. Ich gehe nun. Habt vielen Dank, Master Franklin. Und jetzt zu Charles und der verdammten Schatulle. Ça me rappelle le pays. En fin de compte, cet endroit va peut-être devenir civilisé. Gut geguckt. C'était un cauchemar la nuit dernière. Das ist er, Charles Dorian.
donne quel goût à la viande d'ours. Könnte ein langer Weg werden. Ich dachte ja, ein sehr langer Weg. Il ne se présente en cours que pour faire semblant d'être loyal. J'ai toujours su que tu étais faible d'esprit, mais là, tu sombres encore plus bas. Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Bon, enfin, c'est un détail. La ville a fière. Ce quartier n'est-il pas absolument splendide? Quand je pense au dépotoir. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise. Bon, enfin, nous reposer. Et s'ils reviennent? S'ils reviennent, nous nous en débarrasserons à nouveau. Sinon...
Fuß. Gentlemen, ich beschütze dieses Artefakt mit meinem Leben. Ich bezweifle das. Arno? Wo bist du hin? Mein Sohn Arno. Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr meinen kleinen Jungen gesehen? Ich suche ihn. Hör auf zu spielen, Arno. Komm jetzt raus. Arno, wo bist du? Ihr seid der Verräter. Ich beende nur alte Geschichten. Oh, Connor und seine Assassinen. Die Revolution hat eure Templertaten ungeschehen gemacht. Dann sollten wir eine eigene Revolution anzetteln. Die Grundregeln des Ordens ehren und alles, wofür wir stehen. Niemals seine Geheimnisse verraten, noch die wahre Natur seines Schaffens. Und dies bis in den Tod. Egal, was passiert. Das ist mein neues Credo. Ich bin Shay Patrick Cormac, Templer des kolonialen, des amerikanischen Ritus. Ich bin nun ein alter Mann und vielleicht weiser. Ein Krieg und eine Revolution gingen zu Ende. Und eine neue bahnt sich an. Möge der Vater des Verstehens uns alle leiten. Ja, das war Assassin's Creed Rogue. Wir machen natürlich noch einen Augenblick weiter im Spiel, das wisst ihr. Ich will nämlich nicht beenden, ohne die 100% zu haben. Deswegen würde ich sagen, ganz klar, die Credits lasse ich durchlaufen. Aber, und das sage ich euch jetzt schon, da das wahrscheinlich relativ lange dauern wird, werde ich grandioserweise darauf ausweichen, diese nicht am Stück durchlaufen zu lassen, sondern wieder in, ja genau, separate Parts. Warum? Es ist einfach so. Punkt. Gibt keinen anderen Grund. Ne? Also ich lasse das jetzt hier für knapp 30 Minuten laufen. Wenn der Timer dann bibbelt, lasse ich ihn auch einfach bibbeln. Dann lasse ich das einfach noch einen Augenblick weiterlaufen. Und verabschiede mich dann. Warte 3-4 Sekunden. Beende dann die Aufnahme und starte direkt instant die nächste Aufnahme. Okay. Da haben wir schon mal das Speichern. Okay, und wir kriegen... Es ist mir ein Vergnügen und Ehre, Sie zu begrüßen. Wir kriegen eine Unterbrechung. Eins muss ich sagen, Strohkopf. Sie haben gezeigt, dass Sie mehr als ein Versuchskaninchen sind. Okay. Die extrahierten Daten aus Cormacs Erinnerungen waren sehr nützlich. Shays Story ist eine Botschaft. Eine, die zeigt, dass in Gefahr ein Assassine lieber die Ordnung wählt, statt Freiheit. Und wir stehen für höchste Ordnung überhaupt. Was sie auch ihr Animus-Erlebnis gelehrt hat, berührt nur die Oberfläche. Wir existierten bereits vor der menschlichen Geschichtsschreibung und sind gerade erst wiedergeboren. Im Gewand von Abstergo Industries. Und Entertainment. Sie sind jetzt eingeweiht und ihre Augen sind geöffnet. Sie sahen die Welt, wie sie wirklich ist. Es gibt kein Zurück mehr. Wir haben große Pläne für Sie. Der Vater des Verstehens hat Sie zu uns geführt. Und
Und dafür sind wir dankbar. Die Probe ihres wahren Wertes steht bevor. Und sie beginnt mit einer Wahl. Folgt uns und ihre Zukunft ist absolut gesichert. Oder... Okay, ich glaube, wir wissen alle, was man da entscheiden würde. Also, ich bin ganz klar, das Oder gefällt mir nicht. Weil er hat da sowas in der Hand, was nicht so freundlich aussieht und nicht kuscheln möchte. Sondern eher so gewisse glühende Löcher hinterlässt. Das hört sich irgendwie auch nicht gerade so an, wie es sich anhören sollte. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Mit anderen Worten, ich möchte noch ein bisschen länger leben. Naja, wie gesagt, ich lasse die Credits durchlaufen, mache dann den Sprung mit den Verabschieden und dann, wie gesagt, instant einfach gerade weiter, ne? Entschuldige mich auch nochmal für knarschende Stühle in jedem einzelnen Part, wo es vorkam oder vorgekommen sein könnte, ne? So, und ansonsten entschuldige ich mich auch mal, wenn mein Mikro zu leise war und das Spiel zu laut oder umgekehrt, ne? Aber es bleibt ja nichts übrig, sag ich mal so, ne? Hey, was soll ich sagen? Es ist halt, ja, wie es ist. Wenn ich so überlege, das Spiel, ich habe jetzt quasi blind Let's Play, also ich habe vorher noch nie gespielt, nur mal angespielt, immer mal um zu gucken, ob meine aktuelle Hardware, die ich dann zum Zeitpunkt hatte, auch funktioniert. Aber jetzt so alles in allem ist das jetzt so, ja, etwas enttäuschend, will ich nicht sagen. Es ist halt, es ist klar wieder ein tolles und grandioses Spiel. Ich sag mal so, auch eine längere Story als der Vorgänger mit dem Freedom Cry und so, ne? Schrei nach Freiheit. Aber klar ist nur eins, es ist halt nicht so richtig das, was ich dachte, dass es das wäre. Also es ist, irgendwie fehlt mir was. Das will ich damit sagen. Ich will nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist. Ich will nicht sagen, dass es irgendwie schlecht gemacht ist. Ich will einfach nur sagen, es fehlt mir irgendein relevantes Detail, was nochmal so richtig, richtig wichtig sein kann und dürfte. Somit zu erklären, ne? Na gut. Wie schon gesagt, ne? So sieht halt ein Spiel aus, wenn da mehr als nur drei Leute dran programmiert haben. Also auch von der Credits-Länge her. Ich habe mir übrigens sagen lassen, das war nicht so schön, wie lange dauern Credits so im Durchschnitt? Ich meinte so 15 bis 25 Minuten, können auch mal 30 Minuten sein.
Sondern dann kam direkt jemand mit dem Kommentar, nee, bei dem Spiel nicht, das ist ja kein Ubisoft-Titel. Ja, kann ich verstehen. Aber selbst wenn ein Spiel nicht Ubisoft ist, kann es doch schon recht lange Outro-Sequenzen haben in Form von Credits, weil natürlich auch noch Videoszenen und sonst was drin sein können. Auch wenn die einen kürzer vorkommen, als sie sind. Da können gerne mal so 5 Minuten, also das, was für 5 Minuten vorkommt, einfach mal 20 Minuten noch sein. Naja. Lange Rede, ganz kurzer Sinn. Solange man mehr Spielzeit als Creditszeit hat, hat sich das Spiel auch schon gelohnt. Ne? Nur so am Rande erwähnt sei. Naja. Ich bin gerade überlegen, was ich noch so erwähnen könnte. Nö, mir fällt gerade nichts ein auf die Schnelle. Okay. Credits sind lang, wie gesagt. So. Ich habe leider nichts zu erzählen, gerade fällt mir gerade auf. Das ist etwas ärgerlich. Gut, warte mal, ich kann noch was erzählen. Ich will nochmal zurückkommen auf die Thematiken, die so ein bisschen erwähnt worden sind. So mit, Karriere kriegt einen Knick, die andere da will in den Schweiß von den Sportlern da baden. Ganz seltsame Sachen. Ich finde, das ist halt wieder so ein schönes Beispiel, halt wie alles halt dargestellt wird. Also so, ja. Auch das Thema da mit dem Kommentar, das übermäßig Sexualisieren von einem Charakter geht halt auch übrigens für männliche Charaktere, möchte ich nur mal so anbei erwähnen und festhalten, ne? Also das ist auch ganz klar eine vorhandene Möglichkeit, was passieren kann. Ist auch schon, glaube ich, oft genug in Spielen und Videos und so vorgekommen. Also Serien, Filme, ne? Über Begriff Videos. Und ich bin ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, wieso das so sein sollte, dass man da sagen kann, okay, ja, ihr wisst schon, ne? Also, warum muss das denn immer so dieses übermäßige Sexualisieren von einem Charakter oder von einer Person, ne? Und dann halt dieses, auch wieder mit diesem Gossip, was da ja war, mit diesen, ja, nicht lästern, aber dieses untereinander Geschnacke so, oh, ich will dieses verschwitzte etwas, ne, umarmen, so von wegen halt in dem Schweißbaden, so Motto, ne. Das ist halt auch so ein Kommentar, wo ich mir denke, Alter, das bringen die jetzt nicht ernsthaft den Satz, aber doch, es ist leider viel zu oft so, ne. Und ich bin ganz ehrlich, oder ich muss auch ganz ehrlich sein, es passiert halt leider auch viel zu oft, dass manche Spiele, Serien oder Filme viel zu hohen Wert darauf legen, gerade einen Charakter hoch zu pushen in jeglicher Form. Sei es halt, dass man ihn niedlich macht, dann noch die Eigenschaft von
Verletzlichkeit zuspricht, dass man ihn aber auch wirklich so zusätzlich noch zukommend auch als richtigen Macho noch darstellen kann gleichzeitig und dann im nächsten Moment schon wieder als das und das. Also dass es halt immer und immer wieder sich durchwechselt, ne? Also, ja. Grandioserweise so einfach nur noch genial, muss ich sagen, ne? Also, was da alles passieren kann und tut, ne? Also, man kann einfach so viele Sachen reinhauen und sagen, okay, passt, wackelt, hat Luft. Und dann ist das auch einfach so. Und schon mal, das ist halt so eine Sache, wo ich mir sage, muss ein Charakter unbedingt 30 gefühlte Eigenschaften haben? Nein, es reicht, wenn er eine hat. Sei es halt, er ist super niedlich oder er ist liebevoll oder, ne? Das ist alles schon gut, ne? Aber es müssen nicht alle Eigenschaften in eine Person gequetscht werden, ne? So, dann noch hier nochmal zum Thema zu kommen mit dem durch gewisse Orientierungen sich die Karriere kaputt machen. Jein. Man macht sich ja nicht durch das die Karriere kaputt, sondern ein wird die Karriere dadurch kaputt gemacht, weil die anderen einen das verwehren, sag ich mal so. Also zu sagen, so verwegen, nee, so ist das und fertig, Ende, ne? Naja. Ich will da aber auch jetzt kein Fass aufmachen, ne? Also alles in allem, denkt immer an eure Zukunft, an die Zukunft von den Personen, die ihr vor euch habt und die ihr vielleicht mit etwas, ja, verletzen könntet mit solchen Kommentaren. Jetzt gehen wir mal von aus, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt in einer wichtigen Position in eurer Firma oder in eurem Beruf und dann kommt da jemand daher und sagt, ey, du bist doch die Punkt-Punkt-Punkt-Person, ne, die, ja, das und das macht, ne. Also halt Punkt-Punkt-Punkt-Beleidigung, die das und das macht. Also halt dementsprechend, was die Beschäftigung ist. So, und Punkt-Punkt-Punkt ist halt, ja, dann halt die Orientierung, die ihr euch gewählt habt. Halt in Beleidigungsform gibt ihr euch die vor die Nase. Und da muss man doch mal drüber nachdenken, dass das auch einfach nicht geht, oder? Oder kann es sein, dass ich da falsch liege? Also, man muss doch nicht beleidigend werden gegenüber Leuten, die man quasi in der Firma theoretisch braucht. Sei es halt der Chef selber vielleicht, wie auch alle anderen. Ne? Also, ich kann mir nicht sicher sein, aber ich glaube, das ist halt nur das Dümmste, was man auch machen kann als Mitangestellter oder halt als hier, ihr wisst schon, ne? Ja, Vorgesetzter oder Chef sogar. Aber okay. Langrede, ganz kurzer Sinn. Wie formuliere ich das jetzt? Alle Menschen sind im Endeffekt gleich. Nur das, was ihr daraus macht, macht den Unterschied. Sei es halt, ihr sagt, okay, ihr mögt jemanden nicht, okay. Aber das müsst bitte schön persönlich sein, also anhand der Person und nicht, jetzt Achtung, ihr mögt jemanden nicht, weil er anders ist, weil er, ja, wie es halt da mit den Sportler war, ne? Das Outing. Oder, ja, eine andere Form von Outing. Das muss einfach nicht sein. Versucht ein bisschen in die Person euch reinzufühlen, ne? Denkt über die Gefühle nach, die diese Person in dem Moment haben müsste, wenn ihr das oder das sagt. Und dann denkt mal darüber nach, wie ihr das finden würdet. Gar nicht mehr so cool, ne? Nee. Einfach gar nicht gut. Und ich bin auch ganz ehrlich, und ich bin mir auch da nicht zu fein, das zu sagen, aber grandioserweise bin ich ja auch selber schon mal betroffen gewesen, damals schon, vom Mobbing. Und ich sehe, dass sich so langsam eine Wende einleitet. Klar wird Mobbing nicht aussterben. Das weiß ich, ne? Also bevor jetzt jemand kommt, weiß, Mobbing wird nicht verschwinden. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, das weiß ich. Mobbing wird nicht aussterben, das ist mir bekannt. Aber, und da kommt jetzt das ganz große Aber, ihr müsst das Ganze mal so sehen. Wenn ihr einen Freund habt und der erzählt euch was
und meint sowas wie zum Beispiel zwei Möglichkeiten. Ich bin das und das. Ne? Dann denkt darüber nach, erstens, ob ihr ihn quasi jahrelang als Freund haben tatet und dann meint so, ach nee, warte mal, du bist das, nee, dann verpisse ich mich. Oder ihr habt ihn jahrelang als Freund gehabt und sieht darüber hinweg, dass er euch jetzt erst nach, lasst es ein Jahr, 2 Jahre oder vielleicht sogar 5 Jahre sein. Ne? Auf jeden Fall, ja, dass sie sagt, nee, ist mir Wumpe. Wir sind Freunde und fertig. Ne? Oder Möglichkeit 2, wie gesagt, ne? Dass er einfach sagt, warte, habe ich das nicht? Warte mal. Möglichkeit 1 wäre so, ich verpiese mich, ich verscheiß mich hier, ich bin weg. Möglichkeit 2 ist, ist alles in Ordnung. Eigentlich sind sogar grandioserweise 3 Möglichkeiten. Wäre noch, dass man ihn auch noch den Rücken stärkt, zusätzlich. Also, dass man dann sagt, echt cool, schön, dass du dazu stehen kannst, USW, finde ich prima. Oh, ich glaube, das sollte so nicht sein, eben, der Bereich da eben. Ich glaube, da ist der Text vom Credits ein bisschen verrutscht. Aber gut, wie gesagt, das muss jeder selber wissen und deswegen sage ich euch auch immer, oder versuche ich euch immer zu sagen, denkt euch in die Person rein, denkt euch so, was wäre, wenn ich die Person wäre, also ihr, ne? Und kannst denkt auch immer darüber nach, was ihr dann in der Situation auch machen wollen würdet, wenn euch jemand da ankommt und euch dann zu solchen Artweise noch beleidigt. So. Okay, wir wollen hierhin. Nach Sleepy Hollow. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl jetzt. Ein sehr gutes Gefühl jetzt, was das anbetrifft. Na? Achso, wir können auch natürlich nochmal kurz gucken, was der Prozentsatz macht. Das habe ich natürlich auch nicht vergessen. Das wollt ihr ja bestimmt auch noch wissen. Deswegen kann ich ja natürlich auch nochmal da sagen. Nur nochmal kurz da sagen, dass natürlich das auch nochmal für die Fertigstellung ganz wichtig ist. So, 100%, 100% und hier noch nicht ganz 100%, aber haben wir auch gleich. Da haben wir auf jeden Fall 100%. So. Und wie gesagt, wir machen jetzt noch ein, zwei Parts. Ich glaube, der Timer, ja, ich habe den gar nicht angestellt. Das ist gut. Wir gucken jetzt mal hier kurz nach. Genau, kaufen. Das Aussehen. Französisches Segel ist die andere Sache. Dann hier die Falken-Ding auf jeden Fall. Das ist. Außerdem, um die Verbesserungen freizuschalten, müssen Sie die in der Hauptgeschichte weiter vorankommen. Für die Beendigung der Mittelmeer-Flottenmission. Okay. Gut. Das kriegen wir also noch. Und ja, das Steuerrad ist dann auch natürlich wie geschenkt. Natürlich, ne? Da. So. Auch hier natürlich grandioserweise wahrscheinlich sowas in der Art. Wetter und Dolche. Kann ich mir vorstellen, dass da wieder so. Ja, zwei Dinger sind, die wir noch kriegen. Hier auch. Ne? Durch den Abschluss von Vorlottenmission. Ja, okay. Also. Ja, und hier haben wir grandioserweise zum Glück alles, bis auf halt diese eine. Ja, ich sag mal so, das ist ja auch wieder klar. Durch den Abschluss von Malakka Flottenmission freigeschaltet, ne? Könnte ich einfach auch sagen, okay, einfach alles jetzt hier, ne, abschließen und dann haben wir es. Aber gut, wir machen jetzt eben fix die Flotten-Dinger mal kurz angucken. Und ich würde sagen, ich werde natürlich kurz alle Berichte aus Versehen überspringen. Ist ja auch halb so schlimm. Reparieren. Und dann das Schiff auch entsenden. Schiff reparieren, alle Schiffe im Dock reparieren. Abbruch.
Ja gut, es wird ja eh nur eine Mission immer relevant sein. Und sehe ich das gerade richtig? Oh, Gottes Willen. Ja gut. Wie gesagt, ich werde dann den Großteil natürlich... Menschen, genau, wollen wir auch nochmal gerade gucken. Louis Joseph Golte Chevalier de la Ferrenderie. 1717 geboren, gestorben 1760. Louis Joseph Golte Chevalier de la Ferrenderie wurde als Sohn einer Entdeckerfamilie auf der Ile Avanges in Neufrankreich geboren. 1735 bekleidete er bei seinen ersten Expeditionen seinen Vater nach Fort St. Charles auf dem Lake of the Woods. Ein Jahr später baute er Fort Maupass wieder auf und wurde mit dem Titel eines Chevalier-Ritter von seinem Vater belohnt, der dabei Louis Joseph älteren Bruder überging. Die nächsten 4 Jahre verbrachte er mit der Erforschung von North Dakota und Manitoba. 1744 wurde de la Vendrie Kommandant eines Grenzpostens für die französische Regierung. Etwas um diese Zeit lernte er Achilles und Liam O'Brien kennen und half ihn beim Abschluss einer Mission für die Assassinen. 1746 bat Achilles de la Vendrie, Entschuldigung, sich ihm anzuschließen, ein Angebot, das mit Freuden angenommen wurde. De la Vendrie verlor seinen Vater im Jahre 1749, Entschuldigung, und weiter Entdeckerreisen westwärts wurden durch die Politik verhindert. Später im gleichen Jahr begegnete er zum ersten Mal Shay Comic und entwickelte rasch eine Abneigung gegen ihn. 1752 kehrte de la Vendrie zum Pelzhandel zurück, doch sein Geschäft entwickelte sich nicht. 1761 plante er eine Reise nach Frankreich, doch sein Schiff sank vor den Küsten der Capredon-Inseln. So steht es jedenfalls in den Geschichtsbüchern, aber wir kennen die Wahrheit, oder nicht, Strohkopf? Wie? Ja, ja, wir können sie. Ja, ja, das sind wir. So, jetzt will ich mal ganz kurz hier gucken. Ja, mediterrane Verteidigung. 1748, Senior Achilles. Zwar haben wir mit den Anfertigungen der Vorläuferkonstruktionspläne für ein Schiff für eure neue Assassinenflotte begonnen, doch werden wir nicht in der Lage sein, es hier in Spanien zu bauen. Wir sind besonders über eine wachsende britische Präsenz in diesem Gebiet oberflächlich betrachtet, scheint es sich nun nur um Auswüchse des grassierenden Imperialismus zu handeln. Doch abwöhnen wir das letztendlich der Templerorden dahinter steckt. Anscheinend entwickelt sein Großmeister einen zunehmenden Besessenheit hinsichtlich der Legende über die Vorläuferrasse. Wir ziehen es vor, uns auf weltlichere Angelegenheiten zu konzentrieren, und in Übereinstimmung damit arbeiten wir an einem Appell an die spanische Krone, uns auf etwas Konflikt vorzubereiten, die vor uns liegen mögen. Über unsere Absichten habe ich als
habe ich den Assassinenrat in Frankreich verständigt. Ich glaube, er ist gegenwärtig euer größter Hoffnung, ein Verbündeter. Verbündeten. Hochachtungsvoll, Gesper Wallerske, Cardigan, Spanien. Ja, okay, und damit würde ich sagen, beenden wir den hier wieder viel zu langen Part und gehen dann im nächsten Part weiter den Spiel voran. Weil ich will natürlich 100% mit, wirklich 100%, ne? Von daher, ich bedanke mich erstmal recht herzlich für's Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao, tschüss.